Der neue A6 von Audi, Business Limousine aus Ingolstadt. Business Limousine? Oh, das tönt doch nach Schaffen. Kann ich mit dem auch Spass haben am Wochenende? Oh ja, mit dem kann man auch Spass haben am Wochenende. Der Audi A6 kombiniert beides, sieht entsprechend sportlich aus. Und dass er sich auch so fährt, das zeige ich Ihnen jetzt. Für den sportlichen Antrieb sorgen die beiden 3 Liter V6 Motoren. Der Benziner hat etwas mehr PS, der Diesel dafür etwas mehr Drehmoment. Beide laufen dezent im Hintergrund und liefern eben jederzeit genug Leistung. Der Diesel ist dazu mit 5,5 Liter auch noch sparsam. Für zusätzliche Sportlichkeit sorgt die optional Allradlenkung. Sie macht nicht nur das Manövrieren mit dem 5-Meter-Schiff in der Stadt und im Parkhaus einfacher, sondern es geht auch flinker durch die Kurven. Die Optik mit dem markanten Audi-Kühlergrill ist eine Weiterentwicklung vom Vorgänger. Neu sind die ausgestellten Radkästen hinein. Drinnen gibt es 2 grosse Touchscreens, das Symbol lässt sich nach Wunsch anordnen und die Bedienung wäre auch sehr intuitiv. Aber es braucht doch einen festen Druck auf den Bildschirm, damit unser Befehl auch angenommen wird. Das macht es ein bisschen langsamer. Sonst wird der Fahrkomfort in der Business Class groß geschrieben. Neben den bequemen Sitz unterstützen uns Fahrassistenten mit Abstand halten, Geschwindigkeit an Tempolimits anpassen und heben uns in der Spur. Der neue Audi A6 kommt im Juli in die Schweiz. Die Preise fangen bei gut 77'000 Franken an.